möchte ich euch ein paar Tipps und Tricks zur Klettertechnik geben. Für all jene, die schon etwas geklettert sind und nun ihre Kletterfähigkeit verbessern möchten. Wir machen das anhand eines Beispiels, so verlieren wir wenig Zeit. Die Route ist hier 6B+. Was ganz wichtig ist, einer der Hauptpunkte für mich ist der Sicherer. Also der Sicherer muss mit dem Kletterer zusammenspielen. Oft wird der Fehler gemacht, dass man startet und das Seil ist in der Mitte der Füße. Was passiert in dem Fall? Ich hänge ein, muss den Fuß herausnehmen und gebe gleich einen Stoß meinem Sicherungspartner. Oder im schlimmsten Fall, wenn ich falle, habe ich das Seil hier zwischen den Füßen. Ist auch wirklich passiert oder fast passiert. Also, der Sicherer geht etwas zur Seite. In diesem Fall ist es besser auf der linken Seite, denn ich klettere eher nach rechts. Die ersten 3-4 Express soll er auf der Seite stehen und dann kann er sich innerhalb der roten Linie bewegen. Sehe, wo ist Postdach im Postlastminister? Wie gesagt, der Sicherer macht sehr viel aus, denn wenn man sich zu 100% nicht nur verlassen kann, sondern Sicherer auch mitdenkt, dann unterstützt das einen gewaltig. Wenn er zum Beispiel im richtigen Moment uns kurz motiviert oder mich kurz motiviert, sagt hopp, jetzt bei dieser Bewegung kurz hopp, dann weiß ich, es ist jemand da, der auf mich aufpasst. Was ganz schlimm ist, ist, wenn der Sicherer, während ich klettere, unten mit anderen Klettern spricht. Das bringt den Kletterer extrem raus. Ein weiterer Tipp, den ich euch geben möchte, ist, dass ihr euch ein Projekt sucht. Ein Projekt ist eine Tour, die für euren Grad am Limit ist oder etwas zu schwer ist und die ihr öfters probieren müsst. An so einem Projekt könnt ihr viel lernen. Ihr werdet die Bewegungen optimieren, weil ihr eine Passage öfters probiert, weil ihr verschiedene Lösungen probiert und weil ihr dann zu der bestmöglichen Lösung kommt. Also nehmen wir an, hier ist die Schlüsselstelle. Ich komme hier jetzt nicht weiter, weil ich nicht weiß, wie tun. Dann hänge ich mich in das Seil hinein, locker. Schauen wir vielleicht die Griffkombinationen an, was es alles gibt. Ich probiere von dieser Position aus. Nein, so geht es auch nicht gut. Und ganz wichtig, ich lasse mich eventuell locker ein paar. Kali, ein pochino. Ich lasse mich wieder in die Kletterposition ab, um diese Stelle richtig probieren zu können. Es nützt nichts, aus einer anderen Kletterposition zu starten, weil ihr halt nie in dieser Kletterposition in die Stelle hineinkommt. Ein Projekt zu durchsteigen ist dann viel Motivation für weitere Klettertouren. Wer nur in die Halle kommt und einmal hier, einmal dort klettert, wird vermutlich bald die Motivation verlieren. Weiter wichtiger Tipp, mit gestrecktem Arm einhängen, sich gute Positionen suchen, wo ich die Tour studieren kann und die Tour in mehrere kleine Abschnitte unterteilen. Ich sehe, hier oben vor dem Überhang ist eine gute Rastposition, also weiß ich, ich muss ein paar Züge durchziehen und dann geht es weiter. Kurz ansteigen. Und hopp, weiter. Die Züge etwas dynamischer ausführen, ist immer besser als zu statisch. Auch wenn ich Züge dynamisch ausführe, heißt das nicht, dass ich unsicher in der Wand unterwegs bin, weil ich muss genau wissen, aha, okay, dieser Zug funktioniert jetzt und geht. Etwas schütteln, nein, guten Positionen, strategisch guten Positionen. Einhängen und dann weiter. Nicht beide Füße müssen immer auf einem Brett sein. Ihr seht, wichtig ist das Eindrehen. Ich kann jetzt hier diesen Griff nehmen, rübersteigen, mit möglichst gestreckter Hand hinauf. Hier lasse einen Fuß hängen und hänge wieder ein. Und weiter. Jetzt wird es hier etwas schwieriger. Hier kommt ein Überkreuzer, Fuß hoch, hier zugreifen, wieder eindrehen, mit gestrecktem Arm einhängen. Und manchmal eine schnelle Bewegung ist besser als
zu viele Fußwechsel. Also in dieser Situation jetzt gehen wir nochmal zurück. Wenn ich jetzt hier bin, wenn ich hier jetzt fünfmal umsteigen muss, Trittwechsel, drehen, das kostet manchmal viel mehr Kraft, wie einfach schnell dynamisch anziehen und dann mit Schwung weiter. Also es kommt auf den richtigen Rhythmus drauf an. Der Rhythmus ist ganz, ganz etwas Wichtiges. Auch wenn ihr müde werdet, bleibt am Fels, kontrolliert ein bisschen euren Puls. Wenn ihr eine gute Position habt und der Puls zu hoch ist, müsst ihr versuchen zu rasten. Wenn die Schlüsselstelle vor euch ist, dann werdet ihr diese mit einem zu hohen Puls nicht schaffen. Verweilt ein bisschen und dann geht's weiter. So, weitere Tipps kommen bald. Ich hoffe, es waren einige Inputs und ihr habt viel Spaß und Freude am Klettern. Okay, locker, zu, das Kommando ist zu und ab.